Hallo noch einmal zurück hier zu unserem letzten Vortrag heute schon beim Livestream 1. Der ist aber, wie man so schön sagt, das Beste zum Schluss. Das vielleicht nicht, es waren alle Vorträge natürlich heute sehr, sehr gut, aber es kommt jetzt noch ein sehr, sehr spannender. Und zwar geht es um den Titel Gemeinsam zum Ziel für eine bessere Zukunft, eine Vielfalt an Angeboten am Bildungsinstitut Germanica. Jetzt werden Sie oder ihr zu Hause sich jetzt noch fragen, was genau ist denn das Bildungsinstitut Germanica? Das werden uns jetzt gleich zwei Damen beantworten, diese Frage und viele, viele mehr. Und zwar Frau Patricia Wiedner und Selma Osmanovic. Bitte zu mir auf die Bühne. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da Guten sind Tag. Am Sonntag. Hallo. Draußen in Wien jetzt strahlender Sonnenschein und Sie stehen mit uns hier in der digitalen Messehalle, da freuen wir uns natürlich sehr. Vielleicht könnten Sie uns eingangs mal ein bisschen was erzählen. Was ist denn das Bildungsinstitut Germanica überhaupt? Wen sprechen Sie an? Wer ist so die Zielgruppe? Also wer soll sich an Sie wenden und warum? Genau. Ja, also Germanica ist ein Bildungsinstitut mit 27 Jahre langer Tradition. Wir bieten verschiedene Deutschkurse an, also auf allen Niveaus und Stufen von A1 bis C2. Und natürlich, wir haben auch andere Programme wie Pflichtschulabschlusskurse, Basisbildungskurse, dann Deutsch-Integrationskurse, Deutsch-Intensivkurse, Sprachkurse, also für Studium, berufsbezogene Sprachkurse. Und natürlich, wir bieten auch Prüfungen an, also von ÖSD. Werden sich alle sehr freuen, die jetzt zuhören. Juhu, Prüfungen, da muss ich hin. Aber das gehört halt einfach zu, oder? Ja, also damit schließt man eigentlich die Ausbildung bzw. einen Kurs, also mit der Prüfung. Und für uns also ist wichtig noch zu sagen, dass wir vom Kooperationspartner vom AMS sind, vom MA17, MA35 und dass wir auch anerkannter Bildungsträger vom WAF sind und dass wir Unterricht in Kleingruppen haben, Einzelunterricht und natürlich auch jetzt durch diese neu entstandene Situation auch Online-Kurse immer mehr wieder also anbieten. Das heißt genau. Aber, wenn ich jetzt aus dem herauslese, Ihr Publikum ist völlig unterschiedlich, kann man nicht eigentlich in irgendeiner Art und Weise einteilen an Alter oder Vorbildung oder so, sondern Sie bieten ja sehr viel Unterschiedliches an. Das also könnte man so sagen, aber sagen wir, dass unsere Zielgruppe Erwachsene bzw. Jugendliche ab 16 Jahre und Erwachsene sind. Und ja, wie Sie selber gesagt haben, also es gibt verschiedene Hintergründe also von unseren Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmern. Jetzt haben Sie schon gesagt, AMS und WAF sind da auch dabei bei Ihnen oder fördern oder schicken Leute. Das heißt, die Ausbildungen kriegt man auch gefördert in irgendeiner Art und Weise. Vielleicht können Sie dazu noch ein bisschen was erzählen. Ganz genau. Okay, ich erzähle dann einen Teil. Ja, wir haben verschiedene Förderungen, also Förderung durch den WAF, durch, wo man eigentlich bis zu 90% den Kurs und die Prüfung gefördert bekommen kann. Natürlich, dann haben wir auch Förderungen durch den ÖJF, also für Asylwerberinnen und Asylwerber und subsidiär Schutzberechtigte und Asylschutzberechtigte. Also die können dann den ganzen Kurs von den ÖIF gefördert bekommen und auch die Menschen, die beim AMS angemeldet sind, können auch vom AMS einen Kurs gefördert bekommen. Es ist nur wichtig, dass sie von uns einen Kostenvoranschlag bekommen, also der ganz unverbindlich ist und wir können dann weiter allen Interessenten also erklären, also was noch zu tun ist. Genau, da schließe ich mich ganz kurz an. Also wie meine Kollegin schon eben erwähnt hat, haben wir auch Pflichtschulabschlusskurse, also kurz auch EPSA genannt. Die sind für die Teilnehmenden komplett kostenlos. Und wenn man eben beim AMS gemeldet ist, kann man hier sogar AMS-Bezüge dafür eben beziehen. Also wer kommt da in Frage für so einen Kurs? Also auch ab 16. Hier gibt es einige Voraussetzungen, die Sie eben erfüllen müssen. Also 16 ist eben das Mindestalter. Sie müssen einen Wohnsitz in Wien haben, das wäre auch ganz wichtig. Und eine Absolvierung von Prüfungen in Mathematik, Deutsch und Englisch, um da einfach zu sehen, auch was bringen die Teilnehmenden mit. Ja,
Diese Aufnahmeprüfungen sind schriftlich sowie auch mündlich, damit man auch ein bisschen die Motivation dahinter sieht. Aber an sich, wie Sie schon gesagt haben, sehr breit gefächert. Also ab 16, aber bis nach oben hin gibt es da kaum Grenzen. Und damit man auch ein bisschen auch einschätzen kann wahrscheinlich, wie gut ist jemand schon in gewissen Fächern. Genau, es soll natürlich auch Sinn ergeben, dann diesen Kurs zu besuchen. Genau. Also den Pflichtschulabschlusskurs, hier kann ich vielleicht sagen, das dauert 10 Monate. Da kann man eben den Pflichtschulabschluss nachholen, das in verschiedenen Kompetenzfeldern. Und die Voraussetzungen, die wir eben da überprüfen, sind eben dazu da, genau, um zu sehen, wer das auch bis zu Ende bringen kann. Eine wichtige Frage, denke ich, ist jetzt sicher, die auch aus dem Publikum wahrscheinlich gestellt werden würde, wenn wir hier jetzt im Publikum sitzen hätten. Ist das denn vereinbar auch mit einer Berufstätigkeit? Weil ich könnte mir ja vorstellen, dass viele natürlich jetzt, gerade wenn es jetzt um den Pflichtschulabschluss geht, ja, eine Schule abgebrochen haben, dann im besten Fall natürlich irgendwo begonnen haben zu arbeiten, jetzt in dieser Situation sind, sich denken, wäre vielleicht doch gut, die Schule fertig zu machen und irgendwas anderes zu machen. Aber die haben ja dennoch jetzt einen Job manchmal, ja, also nicht alle, aber viele. Ist das machbar mit Job? Genau, wie Sie gerade gesagt haben, also das geht ganz vielen so. Viele sind auch ein paar Jahre später erst oder kommen da leider erst drauf, dass Pflichtschulabschluss doch etwas ganz Gutes ist und eben wie viele die Erfahrung dann machen später für viele Ausbildungen, Lehrstellen eben gebraucht wird. Ich denke, ja, es ist möglich, aber das wirklich vielleicht geringfügig nebenbei, weil der Kurs eben jeden Tag stattfindet, von 8.30 Uhr bis 14.30 Uhr, Montag bis Freitag. Am Wochenende spricht vielleicht nichts dagegen, dass man eben geringfügig vielleicht irgendwo aushilft oder kleinere Jobs macht, aber das... Aber dafür ist es ja auch größtenteils gefördert. Also ganz das genau. Muss man ja auch sagen. Genau, dafür kann man eben... Man kriegt das Geld ja nicht... Genau, dafür kann man eben die AMS-Bezüge erhalten. Ganz genau. Genau. Ja, genau. Und bei den Sprachkursen ist das auch so? Ja, es ist natürlich auch so. Wir bieten unsere Sprachkurse also in verschiedenen Terminen an. Wir haben die Vormittagskurse für die Menschen, die dann am Abend oder am Nachmittag arbeiten. Und wir haben Abendkurse dann für die Menschen, die halt vormittags oder tagsüber arbeiten. Und das ist dann... gut organisiert, also es sind Intensivkurse, es ist so für unsere Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer auch passend so, also sie machen dann einen Monat oder zwei Monate einen Intensivkurs, gehen dann sofort nach dem Kurs zur Prüfung und da haben sie auch dann ihr Sprachdiplom und können dann ihren weiteren Lebensweg machen oder einfach weiter Deutsch lernen. Also genau, nächste Stufe, nächstes Niveau. Genau, bis zum Ziel, dass man vielleicht irgendwann auch Richtung Pflichtschule einsteigt, wer das eben noch nicht hat. Also wir versuchen da wirklich unsere Teilnehmenden so aufzubauen, dass sie eben die bestmöglichen Chancen auf dem Arbeitsmarkt dann später haben. Genau, also das geht im besten Fall dann Hand in Hand, dass man zuerst beginnt, Deutsch zu lernen in einem ausreichenden Niveau und dann gleich ganz in die Pflichtschulausbildung weiterwechseln kann. Genau, so im besten Falle kann man bei uns wirklich sogar mehrere Jahre verbringen. Alles, ja, Non-Inclusive-Club bei Ihnen, wunderbar. So ist es. Super. Gibt es ja jetzt auch sowas wie eine Aufnahmeprüfung? Also Sie haben es eh schon gesagt, es wird ein bisschen eingeschätzt, was kann jemand, aber gibt es also Beschränkungen oder kann jeder sagen, er möchte das bei Ihnen gerne machen? Also an sich die Aufnahmeprüfung wird jeder herzlich eingeladen, die zu versuchen. Es ist eben schon so, dass wir da auf gewisse Dinge ein bisschen abzielen, um eben zu sehen, wer schafft das auch in 10 Monaten, eben dieses Zeugnis am Ende zu erhalten. Das sind aber Dinge, die man einfach als Basis schon braucht. So sei es in Mathematik, die 4 Grundrechnungsarten, also dass man Plus rechnet, Minus rechnen kann. Das wäre schon ganz wichtig in Englisch, Basiswissen, dass man einfache Fragen zur Person beantworten kann. Deutsch vielleicht ein bisschen mehr, also da legen wir schon sehr großen Wert darauf, dass Deutsch mindestens A2-Plus-Niveau ist. Besser wäre sogar B1 mit abgeschlossener Prüfung. Deswegen auch immer der Hinweis, dass man davor vielleicht gerne das auch nochmal wiederholt und intensiviert ein bisschen, weil man hier bedenken muss, dass eben alle Fächer auf Deutsch unterrichtet werden, sei es jetzt auch Natur und Technik, was eben Physik, Chemie etwas angehaucht ist, Biologie, Gesundheit, Soziales nennt sich das bei uns. Und da schon sehr individuelle Begriffe einfach verwendet werden und da einfach ein gutes Deutschniveau vorhanden sein sollte. Tut man sich einfach leichter, dem Unterricht zu folgen. Genau. Ja, klar. Wie sieht es generell mit den Kosten aus, wenn ich es jetzt nicht gefördert bekomme? Weil es gibt ja auch die Möglichkeit, dass sich vielleicht jemand dafür interessiert, der für diverse Förderungen nicht in Frage kommt, der sagt, er möchte es aber trotzdem jetzt endlich nachholen und er möchte trotzdem sein Deutsch verbessern. Wie sieht das bei Ihnen aus? Also wir haben da noch weitere Möglichkeiten. Also, nicht alles ausgeschöpft. Wir haben noch was in der Mary Poppins-Tasche. Ja, es gibt immer noch was. Wir finden für alles eine Lösung.
Sehr gut. Genau. Also wir arbeiten auch also, mit dem MA35, MA17 und es gibt so einen Bildungsgutschein, also den blauen Bildungsgutschein von MA35. Also mit diesem Gutschein können die Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer einen Kurs besuchen und später nach Ende des Kurses können sie bis zu 750 Euro zurückerstattet bekommen. Mhm. Also das ist schon also eine große Erleichterung. Gut, ja, und dieser Gutschein ist 18 Monate ab dem Ausstellungsdatum gültig und kann dann in dieser Zeit eingelöst werden. Und es gibt auch Wiener Sprachgutscheine von der Stadt Wien, also vom MA17. Also die sind im Bildungspass. Und es gibt je drei Gutscheine, also 100 Euro, im 100 Euro Wert. Und die kann man pro Niveau also einlösen. Und das ist dann auch noch eine zusätzliche Erleichterung also für alle Menschen, die... Wunderbar. Und Kurs machen möchte. Also jemand, der es wirklich lernen möchte, sowohl Deutsch als auch die Pflichtschule nachholen, der hat bei Ihnen alle Möglichkeiten. Da gibt es keine Ausrede quasi. Absolut. Super. Vielleicht können Sie noch kurz ein bisschen was zum Institut an sich sagen. Was ist die Besonderheit am Bildungsinstitut Germanica? Warum soll man zu Ihnen kommen und nicht woanders hin? Vielleicht beginne ich ganz kurz, gerne unterbrechen. Also ich kann jetzt vom Pflichtschul ausgehen, aber auch für die Deutschkurse ist es so, dass wir wirklich viele Kollegen und Kolleginnen haben, die langjährige Erfahrung haben mit all diesen Programmen. Wir ein eher kleineres Team zwar sind, also eine kleinere Sprachschule oder Bildungsinstitut, aber damit vollem Herzen. Das heißt, wir kümmern uns wirklich um jeden, um jede, versuchen eben, wie wir schon gesagt haben, aufzubauen, sei es jetzt eben in den verschiedenen Sprachniveaus bis eben bis zum Pflichtschulabschluss, dass man auch bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt hat. Genau. Ja, wie die Kollegin gesagt hat, wir arbeiten wirklich mit dem Herzen, also voll drinnen. Die Qualität ist uns wichtig und steht an der obersten Stelle. Und außerdem ist für uns auch die Wertschätzung aller Menschen, aller Kulturen, Sprachen, Religionen sehr wichtig. Und unsere Flexibilität entspricht auch der Diversität unserer Zielgruppen. Ja. Und wir haben auch mehrere Lehrkräfte, die selbst zugewandert sind aus verschiedenen Ländern. Also diese Interkulturalität ist bei uns alltäglich. Also ja, das wird gelebt hin, ne, weil man einfach dann auch ein besseres Verständnis für viele Dinge wahrscheinlich mitbringen kann. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ja, deswegen ist uns auch sehr wichtig, dass unsere Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer ihre Bildungsziele erreichen und wieder zurück zu den Prüfungen und die Prüfungen ablegen. Das ist leider doch ein wichtiger Punkt. Ja, natürlich. Auf der anderen Seite freut man sich ja auch, es ist ja auch ein erhebendes Gefühl, wenn man eine Prüfung bestanden hat und mit einem Zertifikat nach Hause gehen kann. Also, die Prüfung hat ja auch eine gute Seite, wenn man sie geschafft hat. Genau, das erleben wir ja auch gerne mit. Aber reden wir noch kurz von der negativen Seite der Prüfung. Wenn man sie dann nicht geschafft hat, gibt es dann schon die Möglichkeit, die auch wieder zu wiederholen? Oder wie oft kann man das probieren? Oder wie muss man sich das vorstellen? Also was die Sprachprüfungen betrifft, so ÖSD-Prüfungen und ÖIF-Prüfungen, kann man natürlich auch wiederholen. Also man kann sie, sagen wir beliebt, so oft wiederholen. Ja? Aber es ist nicht oft der Fall, dass man die Prüfung mehrmals machen muss. Es gibt auch Prüfungsformate, bei denen man einen Teil, beziehungsweise den mündlichen oder schriftlichen Teil bestehen kann. Und dann beim nächsten Antritt kann man dann nur einen Teil machen bzw. ablegen. Also ja, und was Pflichtschulabschluss angeht? Das ist sehr ähnlich. Also ich kann aus Erfahrung sagen, dass das nicht sehr oft passiert. Man hat aber für jede Prüfung drei Antritte. Sollte es einmal passieren, und ich denke, das kennen wir auch alle, dass man einmal einen schlechten Tag hat oder sich doch etwas nicht gut gemerkt hat, dann kann es vielleicht ein zweites Mal natürlich passieren, dass man einen Antritt braucht. Das dritte Mal, also da sind wir dann schon sehr dahinter und da gibt es wirklich Intensivkurse. Also wie ich schon gesagt habe, wir sind da mit dem Herzen dabei und es ist wirklich sehr wichtig, dass da jeder sein Bildungsziel erreichen kann. Und da unterstützen wir wirklich auch, am Nachmittag soll es auch in der Freizeit sein, dass wirklich das jeder schaffen kann. Genau. Dann gibt es noch ein sogenanntes Lehrwerk. Vielleicht könnten Sie dazu noch was sagen und wie das aufgebaut ist.
Ja, also das Lehrwerk gemeinsam ist bei uns, also ist unser Lehrwerk, also das vor vielen Jahren entstanden ist und immer wieder entwickelt wird. Mhm. Und dieses Lehrwerk profitiert also daran, dass viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an diesen Büchern gearbeitet haben. Mhm. Und die hatten auch verschiedene methodische also Hintergründe und verschiedene Bildungswege. Und deswegen gibt es viele Methoden drinnen, was auch sagen wir leicht, also abwechslungsreich, genau, einfach abwechslungsreich ist. Also das heißt, das sind Bücher oder das genau. Ist, genau, das ja. Sind die Bücher. Haben Sie sowas mitgebracht? Ja, Sie können es gerne kurz. Genau, und zwar ist sehr wichtig. Da haben Sie Ihre Kamera. Ja. Ihre Kamera vorauf, fängt das gleich ein. Ja, genau, super. Genau, und was sehr wichtig da wirklich qualitativ auch. Abnehmen, dann können wir es da runterlegen. Ja, genau. Vielen Dank. Also, das ist wirklich ein ganz schönes Lehrwerk. Also, genau, also ich nehme vielleicht eines nochmal genau in die Hand. Genau, und zwar ist eben sehr wichtig und eben unsere Erfahrungen da auch wirklich zusammenzubringen, mhm. Sei es jetzt eben im Deutschunterricht, in den Deutschkursen, aber auch für PSA. Also diese mhm. Bücher gibt es momentan bis zum B1-Level. Super, Das heißt wirklich für alle Lerner und Lernenden etwas dabei. Mhm. Wie die Kollegin schon gesagt hat, das war uns wichtig, da unsere eigenen Erfahrungen hineinzubringen. Also wir arbeiten da auch alle ständig immer dran, um das mhm. auch weiterzuentwickeln und auch besser zu machen. Es gibt immer neue Auflagen quasi. Genau, es ist jetzt so. Mittlerweile mhm. die zweite wunderbar. Auflage schon heraus. Wir entwickeln uns auch weiter in Richtung Digitalisierung. Natürlich, das letzte Jahr, glaube ich, war für uns alle etwas Neues. Auch wir, sehr herausfordernd, definitiv. Das stehen wir heute hier in diesem digitalen Studio. Genau, also auch wir mussten hier sehr schnell umswitchen. Mhm. Hat gut funktioniert, also auch in den Deutschkursen, sowohl auch im EPSA, haben wir ganz schnell Online-Kurse eben aufgebaut und bieten sie auch heute noch an. Auch mit den Büchern haben wir diesen Schritt eben gewagt, dass es mehr in Richtung Online und Digitalisierung geht, weil wir auch bemerkt haben, dass es sehr wichtig ist, dass die Lernenden immer und überall lernen können. Ja. Also ich denke, es ist auch nicht mehr so, wie wir es heute kennen, dass wir eben oft zusammensitzen, sei es in einem Kursraum oder eben gemeinsam lernen können. Viel passiert auch heute unterwegs, also jederzeit, an jedem Ort sollte man natürlich da flexibel sein. Darf ich dich kurz bitten, wir haben hier zum Beispiel entwickelt, dass man alle unsere Dialoge in den Büchern mittels QR-Code also abscannen super, kann, ja. Mhm. Sich eben somit unterwegs oder auch zu Hause. Können Sie mal kurz reinblättern, ja, stimmt, das sieht man die ganze Zeit. Findet QR-Codes, man, ja. Kann man auch mitlesen, also wenn man die Bücher hat, kann man, wie gesagt, immer und überall abspielen, sei es jetzt in der U-Bahnfahrt, wenn man 10 Minuten Zeit hat, dass man sich einen Dialog noch einmal anhört oder das einfach doch Aussprache zu verbessern, sei es zu Hause bei der Hausarbeit, vielleicht als Hintergrundbeschallung. Also da gibt es, denke ich, viele Möglichkeiten. Es ist auch so, dass wir mittlerweile diese QR-Codes und die Videos auch auf unserer Homepage haben, weil wir uns auch gedacht haben, dass jeder einfach die Möglichkeit haben sollte. Das heißt, die stehen jetzt den Teilnehmenden gratis zur Verfügung. Versuchen uns da in diese Richtung auch weiterzuentwickeln momentan. Versuchen wir den Wortschatz gerade aufzubauen, auch als wirklich Wörter einzeln anhören. Also es gibt auf unserer Homepage, kann man aus den verschiedensten Büchern dann den Wortschatz finden, super, kann das durch einen Klick aufs Mikrofon eben anhören. Gerade sind wir auch dabei, Übersetzungen eben zu schreiben. Momentan gibt es die Übersetzungen Bosnisch, Kroatisch und Serbisch, arbeiten aber auch an Englisch, Ungarisch, woher eben auch immer die Teilnehmenden kommen, damit hier einfach das Lernen erleichtert wird. Genau, also versuchen uns da wirklich ständig weiterzuentwickeln. Ja, und damit Freude und ja. Ja. Dass man damit Freude ans Lernen gehen kann. Wenn man die Flexibilität einfach auch immer den Menschen anbietet, weil gerade eben bei Ihrem Bereich, jetzt wenn es um Deutschkurse geht, wenn es um Pflichtschule geht, wie wir vorher besprochen haben, ist man oft berufstätig, hat eine Familie, hat einfach Verpflichtungen und da ist es halt einfach ganz wichtig, dass man das flexibel machen kann. Also das, glaube ich, ist eine sehr gute Sache. Ganz genau. Also ich denke, wir machen da sehr gute Erfahrungen. Wunderbar. Dann danke Ihnen für diese Einführung und diese Erklärung. Also sehr ein tolles Angebot hat dieses Bildungsinstitut Germanica. Falls Sie Interesse an diesem Bildungsinstitut haben, vielleicht können Sie uns noch sagen, wo erreicht man Sie im Internet oder gibt es auch eine Möglichkeit? Ich weiß nicht, haben Sie zufällig einen Tag der offenen Tür oder kann man Sie irgendwo anchatten, also, anrufen? Unser Büro ist in der Feldbergstraße 2, 15. Bezirk und wir arbeiten jeden Tag von 8.30 Uhr bis 19 Uhr und wir haben sogar am Samstag, also bis 9 bis 12, von 9 bis 12 Uhr offen. Manchmal stehen Sie sogar am Sonntag auf einer Messe. Also sind wir wirklich sehr eingesetzt. Nein, Sonntag Flexibilität. Bleibt doch.
für Ruhe. Ja. Ja, man kann sich ganz einfach anmelden, also bei uns persönlich im Büro oder telefonisch oder online auf germanica.at oder per E-Mail. Und das persönlich geht auch jetzt in Corona-Zeiten? Oder haben Sie ja, da? Ja, okay. Natürlich, mit dem Beachten Maske, von Abstand und allem. Regeln und Sicherheitsmaßnahmen auf jeden Fall. Wunderbar. Ja. Na gut, dann bedanke ich mich herzlich bei Ihnen, wünsche Ihnen jetzt aber einen restlichen freien, schönen Sonntag. Wir bedanken uns auch für die Möglichkeit, hier zu sein. Danke, dass Sie gekommen sind. Und natürlich auch ein großes Danke nach Hause zu Ihnen und zu euch, die so fleißig zugesehen haben, hoffentlich mehr als nur dieses eine Video. Wir freuen uns sehr, dass Sie das Angebot angenommen haben und uns auch digital mitverfolgt haben. Und natürlich auch noch einmal das Angebot in Ihre Richtung. Die ganzen Videos dieser Vorträge, dieser Vorstellungen, alle Dinge, die wir hier auf den Bühnen hatten, aber auch der Workshops und so weiter, finden Sie natürlich online weiterhin, bestinfo.at. Da ist auch eine Liste aller Aussteller, da finden Sie auch alle Kontaktdaten, also was auch immer Sie interessiert. Vielleicht anstelle des Durchschlenderns durch die Messehalle, wie wir es normalerweise machen, und ein bisschen dort schauen, ein bisschen da schauen, vielleicht einmal online durchschlendern und alles Mögliche anklicken, was Sie interessiert. Da finden Sie sicher noch viele, viele Anregungen, was man denn noch alles in Richtung Bildung, Beruf, Weiterbildung, Studium machen kann. Also Sie haben gesehen in den letzten 4 Tagen, glaube ich, es ist grenzenlos. Man kann da sehr, sehr viel machen. Ja. Dankeschön, schönen Sonntag und bis hoffentlich nächstes Jahr, hoffentlich dann vielleicht auch wieder mit einem präsenten Publikum, aber wie wir gesehen haben, digital geht es auch, wir lassen uns da nicht aus der Bahn werfen. Danke, schönen Sonntag und alles Gute, was auch immer Sie weiterhin in der Bildung machen.